Herr Karl-Heinz Grün, als zweiter Vorsitzender des HTV, was ist denn eigentlich die Kerwe, die Tradition? Kerwe kommt eigentlich von der Kirchweih in Hildesheim und daraus schließt sich, dass man Kirchweih und hat man noch gefeiert. Da ist die Kerwe rausgekommen aus dieser Sache. Und ja, das hat man aus Tradition weitergeführt und die Vereine haben das aufgegriffen und seitdem ist das Datum, kann ich leider nicht sagen, weiß ich nicht genau im Moment. Aber da hat sich das daraus ergeben, dass man dann die Kirchweih macht. Und früher sind die Leute in die Kirche gegangen, etc. etc. Und heute ist es so, dass man gefeiert wird. Und so wie das heute der Traditionsverein macht. Und man hofft, dass wir das auch noch weiter so in der Richtung machen können. Okay. Der Heimat- und Traditionsverein veranstaltet die Kerwe. Und was ist da alles an Vorbereitungen zu machen? Ist bei der Grenze geschmückt? Ja, Vorbereitungen sind die, dass man eben die Grenze, was der große Kranz betrifft, das heißt am Rathaus, dass man dann vorbereitet tut über neue Bühne und neue Garniere und neue Bänder dran macht. Der Maschte mache und dann die einzelnen Genehmigungen holen für diese Sache und dann die Festzugsfestlege, die Straßefestlege, wo der Festzug geht. Und ja, das sind so die Vorbereitungen und das zieht sich also ein halbes Jahr hin, okay. Also, kann man schon sagen. Die vier Kerwetage, habe ich mir sagen lassen, sind auch körperlich für die Kerwe-Bosch äußerst anstrengend. Ja. Kann das sein? Können Sie dazu was sagen? Ja, die sind sehr, sehr anstrengend. Aber es kommt auf jeden selbst drauf an. Und, aber so wie man sieht, im Moment, was bei uns der Fall ist, sind junge Leute, die sind körperlich nicht fit. Aber trotzdem müssen sie aufpassen, dass sie immer ihr Programm noch durchziehen können. Und da bin ich noch einer derjenigen, unser erster Vorsitzender, Herr Gästmann, der ist auch da dabei, wo das ein klein bisschen überwacht, dass es nicht ausartet tut. Es ist jetzt übertrieben gesagt, ausartet, aber eben, dass es im Rahmen bleibt. Genau. Die Schlumpel wird wann aufgehängt? Die Schlumpel, die wird am Sonntagnachmittag nach dem Festzug, ja. Ist dann noch einmal im Bürgerhaus, ist dann bei Kaffee und Kuchen, selbstverständlich, dann ist die Kerwe die Verheiratung des Bräutigams. Und dann sind noch Darbietungen von der Kerwe-Post und danach wird dann die Schlumpel am Rathaus aufgehängt und mit dem Gedanke, dass die Kerwe, die Schlumpel hängen bleibt, aber man lässt uns mal überraschen, wer sie dieses Jahr eben entfernt. Da sind wir eigentlich noch nicht so weit, dass man da denken könnte, wer das ist. Aber es ist, das gehört zur Tradition. Es gehört zur Tradition dazu. Auf jeden Fall. Für Sie persönlich der Höhepunkt bei der Kerwe ist was? Der Höhepunkt bei der Kerwe ist eben, wie gesagt, der eigentlich alles. Ich sag mal eigentlich alles. Ja, das gesamte Programm und die gesamte vier Tage, die sind für uns sind die alles und das machen wir auch so. Und da kommen wir ganz gut zurecht und wir sind eigentlich immer alle stolz, auch die Vorstandschaft, Vereinsmitglieder sind stolz, dass wir das noch durchführen können, obwohl dass wir gerne die Kerwe ins Dorf haben wollen oder machen wollen, aber es ist halt leider nicht möglich. Wie auch immer die Gründe sind, da möchte ich mich jetzt nicht großartig ausarbeiten, aber wir arbeiten noch dran, wir hoffen, dass es irgendwann noch klappt. Und gut, das war eigentlich so die Sache. Wo wir da. Gut, und der Schlachtruf der Kerwe heißt wie? Wem gehört die Kerwe? Unser! Vom Namen Bistum? Unser! Und der gehört auch noch? Unser! In diesem Sinne, vielen Dank.